gucken wir mal, was das macht. Liebe Pokémon-Freunde, es ist soweit. Die nächste Herrscherprüfung steht an und ich glaube zu wissen, was das Herrscher-Pokémon ist. Bin mir aber nicht ganz sicher. ja, wir betreten jetzt einfach mal... Oh. Uff, Laufen ist nicht wirklich meine Stärke. Sorry. Ich, lassen wir das. Oh, sie heilt mich nochmal. Lol, da bin ich ja umsonst zurück ins Pokécenter gegangen. Ja, scheinbar wird es jetzt wieder crazy. Ich habe Sky Sword mitgenommen. In der Hoffnung, dass der Dude irgendwas machen kann. Maybe. Wir werden sehen. Da wir ja in der letzten Folge wieder mal ein Pokémon verloren haben. Ja, natürlich will ich die Prüfung versuchen. Beschleicht das Gefühl, dass irgendjemand dich beobachtet. Ah ja, okay. Es ist tatsächlich... Ja, okay. Miniras, Midiras und Grandiras werden hier unsere Gegner sein. Wovon letzterer der Boss sein wird? Ich verstehe gerade nicht, warum Miniras mich outspeedet hat? Was zum Teufel hat er gemacht? Naja. Anyways. Drachenklaue! Sehr schön. Boah, ich weiß halt gar nicht. Warte mal, Grandiras ist das Mainmon. Was ist das Pokémon, was ihm helfen wird? Das wird wahrscheinlich wieder irgendwas richtig Übles sein. Ich meine, theoretisch ist der Hardcounter gegen Grandiras hier Mimikma, ne? Vierfach effektiv mit Step und einem Z-Move. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Grandiras einen Partner bekommt. Entweder ein Gift oder ein Stahlmon, um die Feen irgendwie zu schwächen, ne? Dementsprechend würde ich gerne was anderes probieren. Boah, das wird jetzt schwierig, Digga. Okay, let's go. Und da ist er ja schon, der Boy. Okay. Er hat jetzt wieder einen Omni-Boost auf plus 1 oder plus 2, nehme ich mal stark an. Und Level 92. Warte mal, lass mal gucken. Oh Gott, er hat wirklich einen Omni-Boost auf 2. Uiuiuiuiuiui. Okay. So, jetzt können wir zwei Dinge tun. Entweder wir toxiken ihn. Oder wir metallstoßen ihn. Wenn er protected, protected er sowieso. Wenn er mich angreift, dann wird Metallstoß halt ihn kontern, right? Oder das Toxin. Es spielt halt wirklich keine Rolle. Das Ding ist nur, Toxin kann, glaube ich, verfehlen. Wenn wir kein Giftmon sind. Ich probiere es mal mit Metallstoß. Da kommt der vierfach effektive Ableithieb. Und wir überleben mit einem KP wegen der Robustheit. Und jetzt kommt der Metallstoß. Jetzt gucken wir mal, was das macht.
Oh mein Gott, das hat wirklich funktioniert! Was? Das geht? Yo, jetzt bin ich fast kinder mad, dass ich nicht mal rausgefunden habe, was sein Partner-Pokémon ist. Digga, was ist das denn? Yo! King C hat einfach den Herrscher geone-shottet. In der allerersten Runde, der konnte nicht mal ein Pokémon holen. What the fuck? So schnell habe ich noch nie einen Herrscher gekillt. What the hell? Okay, das ist... Ich habe extra eine neue Folge begonnen, weil ich dachte, yo, der wird wahrscheinlich eine Runde dauern, ne? Ich meine, wir haben relativ gute... Aber das Ding ist halt, Mimikma mit dem Z-Move, ja, mit der Disguise... Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Mimikma ihn killt auf plus 2, right? Und ich habe extra Pinsir mitgenommen mit der Mega und dem Ruckzuckhieb, weil das trifft sehr effektiv und könnte unter Umständen nach dem Z-Kristall von Mimikma halt reichen, um ihn zu finishen. Aber als ich herkam, habe ich mir halt überlegt, okay, wir haben King C und diesen Metallstoß. Und das hat einfach funktioniert. Hä, das ist ja komplett weird, Alter. Okay. Ja. Was soll ich euch sagen, Leute? Sonnenkreis-Podium. Oh je. Man sagt, die Prüfung im Canyon vom Pony sei die erste Prüfung, die je im Rahmen einer Inselwanderschaft durchgeführt wurde. Du hast mit Bravour gemeistert, Sefi. Geiler Sohn. Boah, Gratulation, du bist richtig, richtig koktastisch. Okay, jetzt heilt sie mich schon wieder. wenn ich euch zwei so sehe, finde ich euch ja schon ziemlich cute, ne? Warte, ist der Kampf gegen Hapu jetzt? Komm, Sefi, gehen wir. Vor allem gibt's noch einen Legi-Fight, ne? Ich habe halt absolut keine Ahnung. Ich meine, Razor ist halt immer ein guter Lead gewesen, ne? Moment, ich kann doch auch... Kommt jetzt der Legi-Kampf, wo ich... Solgaleo oder Lunala fangen kann? Weil wenn Solgaleo ist, dann... ist Razor wahrscheinlich nicht der beste Lead, right? Sun Steel Strike ist eine Stahlattacke. Und die Psy... Oh Gott. Ja, ich muss den Meisterball vielleicht nutzen. Ich kann nicht meine Pokémon an Solgaleo verlieren. Oder Lunala. Ich weiß gar nicht mehr, welches von beiden wir hier kriegen. Wenn wir überhaupt... Kriegen wir das jetzt schon? Ich bin so verwirrt, ey. An diesem Ort kann ich die Kraft der Sonne deutlich spüren. Wölkchen. Bevor du deine ursprüngliche... Hier, die Mondflöte, die fühlt sich vertraut an. Aha. Okay. Du musst da drüben stehen, Sefi. Oh. Die Richtung. Okay. Willst du auf der Sonnenflöte spielen? Yes. Warte, wir spielen Photonic Sun. Das bedeutet, wir müssen eigentlich Solgaleo kriegen, oder? Und dann so ein Siedewasser oder so ein Earth-Dingens müsste das schon...
Okay, es ist Solgaleo. Habe ich einen Flottball oder ähnliches? Wow, Wölkchen! Krass, das ist also deine wahre Form und dich habe ich in meiner... Du weißt schon. Boah, krass, Mann, ich bin erschrocken. Oder siehst du jetzt nur so aus, weil du... Davon habe ich in Büchern studiert. Solgaleo. Ich bitte dich. Ich weiß, du kennst dich gut aus mit Pforten. Aber meine Mom. Die hat noch viel größere Pforte, durch die du uns bringen musst. Oh, Kiddies, verpisst euch. Diese Kreatur ist ein Monster. Oh, Mutter. Boah, krass. Also den würde ich auch nicht reinbekommen. Als es erwachte, verfiel es augenblicklich eine rasende Wut. Bring dich in Sicherheit, Lilly. Wir könnten nichts ausrichten. Ich werde kämpfen. Ich will aber gar nicht kämpfen. Ich will aber gar nicht kämpfen. Ja. Ey, und die Leute haben Gen 7 gehatet ohne Ende, als das Spiel rauskam. Uff. Ich kenne diese ganzen Begriffe gar nicht mehr, ne? Es gibt eine Krosma, dann gibt's irgendwie Dark Way, also dunkel schwingende Krosma und bla, und dann gibt's noch Ultra Krosma. Das ist ganz weird, ey. Warte mal, muss ich jetzt gegen das Ding kämpfen? Ich dachte ich... Nun, warum bin ich plötzlich so unruhig? Oh, was bist du denn für ein Clown? Opa, das ist Coplosio. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Der knallt übel rein, der Junge. Damn, Alter. Kapuriki ist schon epic as fuck, man. Alter. Alter, die Mailer wird sich freuen, ne? Und Hapu auch. Das Ding ist nämlich Electric-Type und sie hat Bodenmons. Oh mein Gott. Okay, ich muss scheinbar Necrozma killen. Wenn ich einen Burn auf Necrozma kriege, Ultra Poggers. Aber Erdkräfte ist, glaube ich, effektiv. Psychoklinge. Ich habe halt gar keine Ahnung, was das Ding für ein Typ hat, ne? Burn. Ich krieg einfach nie einen Burn mit Schuhtastic. Schö, jetzt burn doch mal mit dem blöden Siedewasser. Mann, früher hat das immer geburnt. Stahlgestirn.
Okay, Stahlgestirn ist halt resistiert, ne? Aber es könnte halt schon sein, dass es uns rausnimmt. Okay, die Psychoklinge kann halt critten. High Crit Move. Bitte burn jetzt das Scheißding! Oh mein Gott. Okay, er geht für Psychoklinge. Stahlgestirn wäre halt richtig kacke. Aber theoretisch. Warte mal. Kingsy Idees. Alter, ist der King jetzt MVP oder was? Das war ein Crit. Okay, die Frage ist, hat der einen Stahltypus? Bruder, an King C kommst du nicht vorbei! Was ist mit dem? Kann ich das? Ich kann das nicht fangen, oder? Okay, keine Wirkung. Okay, ich kann es nicht fangen, weil es fusioniert. Okay, okay. Das bedeutet, ich muss es einfach killen. Aber das kommt ja nicht ansatzweise durch. Oh, Morgengrauen. Okay, never mind. Okay, jetzt haben wir den Init gedroppt. Das bedeutet, meine anderen Pokémon sollten jetzt alle eigentlich schneller sein. Oh Gott, jetzt kommt das Stahlgestirn. Das war, glaube ich, sehr effektiv. Nein, neutral. Okay, aber das tötet ihn, right? Digga, King C ist das krasseste Mon in diesem Spiel. Was ist mit ihm, Digga? Hä? Der hat gerade einen Herrscher gewone-shottet und Solgaleo in der Fusion gekillt. Ohne Probleme. Alter. Na krass, man hat sich des Lichtes von Alola bemächtigt. Schon bald wird es ringsum vollkommene Finsternis sein. Ach ja, dieser Riesenphallus. Was sollen wir nun tun? Der hat sich einfach meinen Riesentampon einverleibt. Tja, was einmal in der Ultrapforte ist, kommt nie wieder raus. Außer natürlich ich. Ihr könnt uns behilflich sein, ihr Quatschköpfe. Hey, nicht streiten, dafür haben wir keine Zeit. Als ich mir vorhin den Kampf anschaute, wurde ich hier ganz erregt. Necrozma schien sich sehr für den Armreif zu interessieren. Wie hieß er noch? Z-Kraft. Ringe. Okay. Die Kristalle haben es ihm also angetan. Interessant. Den Ultra-Warp. Das weiße Warp-Loch. Die übrigen Löcher transportieren dich nämlich zu völlig anderen Welten. Wolke 7 und so, versteh ich. Ultra-Warp, da müssen wir wohl durch. Psst.
Ich bitte dich, versuche Necrozma zu retten. Wir teilen unsere Pokémon miteinander. Möchtest du auf das Lunala das Warbloch ansteuern? Ach, die geben mir ihr Lunala, um durch die Dingens zu flitzen. Okay, yo, das ist ja cool, Alter. Aber, Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Digga, was für eine Folge. Ich habe mir mit Kingsy so viel Ärger gespart. Oh, ich bin so happy. In der nächsten Folge werden wir uns durch die Ultradimension bewegen. Auf der Suche nach Necrozma. Und dann kommt auch bald schon der Endfight gegen Ultra-Necrozma. Und das ist ein absoluter Run-Ender. Und das schon in der normalen Nuzlocke. In diesem Hack wird es noch ein bisschen heftiger. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, welches Begleit-Pokémon Grandiras gehabt hätte. Und was da die Strategie gewesen wäre. Weil wir haben diesen Kampf legit geskippt. Lasst einen Daumen da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Bis zum nächsten Mal.